Ihre Kübelpflanzen richtig einzupacken, das zeigen wir Ihnen in dem folgenden Video, wie sowas geht. Wir haben also verschiedene Varianten, Versionen, wie wir das Ganze machen können. Eigentlich ist das ganze Sortiment ziemlich einfach gehalten. Wir haben immer den Fließsack, der oben die Pflanze beschützt und unten einen Topfschutz, den ich Ihnen hier ganz kurz zeige, in zwei verschiedenen Größen. Wofür der Topfschutz? Wir hatten zuallererst den Kübelpflanzensack entwickelt vor vielen Jahren und Kunden kamen zu uns und haben uns gesagt, okay, was mache ich mit meinem Topf? Wir tun den Sack nehmen und tun den Kopf überstellen und ziehen den von unten nach oben. Darauf kam die Idee, dass wir das Ganze, dass wir diesen Kübelpflanzen oder den Topfschutz benötigen für die Kübelpflanzen und haben ihn daraufhin entwickelt. Wir zeigen Ihnen ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Die Kübelpflanzensäcke werden von oben mit einem Reißverschluss an einer Seite geschlossen, haben hier auf 3/4 Höhe nochmal einen extra Zugverschluss, um das Ganze zusammen zu zurren oder zu ziehen, dass das Ganze ein bisschen winzig sicherer wird. Das gleiche habe ich hier unten nochmal als Schnürverschluss, um das Ganze zuzuziehen. Die Grammaturen von dem Stoff sind keine dünne Grammaturen. Warum? Also wir nehmen hier kein 17 Gramm, das wird oft verwechselt. 17 und 70 ist ein Riesenunterschied. Wir nehmen Grammzahlen von 70 bis 100 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, das ist auch stabil genug, damit keine Rosenstämme oder solche irgendwelche Geschichten hier durch dieses Vlies gesteckt werden. Unser Kübelpflanzensack ist nicht geklebt oder verschweißt, sondern unser Kühlpflanzensack wird immer noch genäht. Mit dieser Naht ist das Ganze auch noch waschbar. Günstige Produkte sind oftmals geschweißt oder geklebt und würden sich in der Waschmaschine in Wohlgefallen auflösen. Ja, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Größen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist 1,80 Meter von der Höhe und 1,20 Meter von der Breite. Und das ist, wenn das Produkt flach auf dem Tisch liegt. Es gibt aber auch noch andere Größen oder andere Varianten. Wir haben hier den XL mit 1 Meter mal 80 cm. Wir haben hier den XXL, das den Sie sehen, mit 1,80 mal 1,20. Dann haben wir diesen Kollegen, Kübelpflanzensack Jumbo, mit einer Breite von 2,40 Meter und einer Höhe von 2 Meter. Oder wer es ganz groß mag, der nimmt sich diesen Kübelpflanzensack Mammut. Ich halte ihn mal ganz kurz in die Kamera. Mit einer Größe von Höhe 3,60 Meter und Breite 2,50 Meter. Bei dieser Größe von Pflanzen kann ich Ihnen sagen, ich habe selbst einen in meinem Garten im Einsatz. Da ist es schon gut, wenn man zwei Personen hat, die das ganze Ding über eine Riesenpalme dann drüber ziehen. Ja, so, wie tue ich das Ganze machen, wie tue ich meine Pflanze transportieren im Winter? Ist immer ein Thema. Entweder ich nehme eine Sackkarre, ich habe eine zu Hause. Oder ich nehme unseren Tragegurt. Vielleicht können wir mal ganz kurz zeigen, wie dieser Tragegurt hier funktioniert. Das heißt, ich habe einen Spanngurt, der wird einmal rumgespannt mit diesen zwei Haltegriffen. Ja, somit können wir hier mit diesem Tragegurt ganz einfach das problemlos anspannen und ich ziehe den hoch, trage ihn durch den ganzen Garten, Treppen runter, hoch in den Keller oder das Vordach, Wintergarten, wie auch immer. Es ist wirklich eine große Hilfe, am besten hier so ein bisschen über Eck. Jetzt bei so einem viereckigen oder bei einem runden ist das kein Thema. Also dieses Produkt ist sehr empfehlenswert im Zusammenhang mit dem kompletten Winterschutz. Es gibt aber noch anderen Winterschutz, wo wir uns auch spezialisiert haben. Das ist ganz insbesondere bei der Palme. Es gibt also bei der Palme den Stamm. Hier brauchen wir einen Stammschutz, dass der Stamm umwickelt werden kann. Aber was ist das Wichtigste bei einer Palme, um diese zu überwintern? In jedem Gartencenter, jedem Baumarkt werden Palmen verkauft en masse. Immer die Frage, wie wird das Ganze überwintert? So, bei der Palme kommen die kleinen Wurzeln, also die neuen frischen Wurzeln, kommen auf der Oberfläche zum Vorschein oder wachsen oberflächlich. Heißt, wir haben diesen Wurzelschutz entwickelt, den Sie um die Palme praktisch wie so eine Manschette so machen. Einmal um die Palme rumschlagen, auf der anderen Seite zumachen und das Ganze ist geschützt. Mit einer doppellagigen Luftpolsterfolie auf der Innenseite auch vernäht, wird Ihre Palme, wenn sie eingepflanzt ist, super und sicher durch den Winter kommen. Wenn sie nicht eingepflanzt ist, hatten wir Ihnen ja schon gesagt eingangs, wird das Ganze mit einem Topfschutz gemacht. Und der Topfschutz, das Besondere hier an dem Topfschutz, ich habe hier eine Öffnung an der Vorderseite, wo ich das Produkt öffnen kann, wie auf dieser Manschette.
und kann mit einer Sackkarre den Topf einfach auf die Styroporplatte von 4 cm draufstellen. Habe auch innen eine doppelte isolierte Luftpolsterfolie, so dass an diesem Topf nichts passieren kann und auch das Keramik, wenn es Keramik sein soll und kein Kunststoff, nicht reißen kann. So, was passiert eigentlich im Winter, wenn diese Pflanze jetzt mal schön eingepackt ist? Gibt es denn da immer noch Frost? Kannst du da vielleicht mal ein paar Takte zu sagen? Ja. Ist ja eigentlich nichts anderes wie bei den Gewächshäusern, dass nach einer Zeit wird es da wahrscheinlich auch irgendwie kalt. Und wie lösen wir das Thema? Haben wir zum Beispiel unsere Frostschutzkabel, die haben in verschiedenen Längen, fängt bei 2 Meter an, hört bei 10 Meter auf, ja, und kann man schön einfach steckdose rein und kann die um den Topf einmal umwickeln, kann dann auf den Hauptstamm hochkriegen und kann die sogar oben in den dicken Ästen im Geäst platzieren. Kann ich natürlich auch mit dem Thermo 2 steuern, dass er sagt, okay, bei 4 Grad, wo der Frost einsetzen kann, geht dieses Heizkabel erst an, um natürlich auch Energie und natürlich dann auch Strom zu sparen. Vielleicht hierbei nochmal ganz kurz wichtig zu sagen, dass dieser Thermostat können Sie auch auf Minustemperaturen einstellen. Das heißt, es gibt viele handelsübliche Thermostate, die fangen irgendwo bei Wohnraumtemperaturen oder sind auf Wohnraumtemperaturen geeicht und fangen bei 5 Grad plus Celsius irgendwo an. Dieser geht bis minus 50, brauchen Sie niemals. Aber es gibt gegebenenfalls auch Pflanzen im Gartencenter, im Baumarkt oder in dem Blumenhandel, die Temperaturen aus, also wo man sagt, winterhart oder die Temperaturen bis minus 5 oder sogar bis minus 10 aushalten können. In dem Fall könnte ich hier meinen Thermostat hin einstellen auf minus 10 Grad Celsius, dann heizt Ihnen tatsächlich dieser Thermostat mit so einem Heizkabel oder mit der Heizquelle Ihrer Wahl dieses Zelt oder diesen Kübelpflanzensack auf bis auf minus 10 Grad auf. Also das hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber es ist tatsächlich so. Und der Kunde hat natürlich damit eine erhebliche Energieersparnis.